Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Stark, für diese sehr freundliche, vielleicht zu positive Einführung. Kommen wir aber gleich zum Thema. In der inzwischen mehr als 261-jährigen Geschichte der Akademie der Wissenschaften, meine Damen und Herren, die bis 1939 Gesellschaft der Wissenschaften hieß, hat die klassische Philologie stets eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Dies gilt vor allem für ihre ersten 61 Jahre, als Johann Matthias Gessner, der erste Göttinger Professor für klassische Philologie, Gründungsmitglied und bis zu seinem Tod 1761 auch mehrfacher Direktor der damaligen Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften war, und als Christian Gottlob Heine ihm als Mitglied nachfolgte und im März 1770 dann für mehr als 4 Jahrzehnte die leitende Sekretärsfunktion in der Gesellschaft bekleidete, in welcher Eigenschaft er der Gesellschaft diese ganzen langen Jahre treu gedient hat. Letztlich ist es Heine zu verdanken, dass die Gesellschaft damals nicht an ein frühes Ende ihrer noch nicht so lange währenden Existenz kam. Aber auch in späteren Zeiten haben Göttinger klassische Philologen sich um die Akademie große Verdienste erworben. Heute soll von 3 von ihnen die Rede sein, von denen der eine in den 1820er und 1830er Jahren und die beiden anderen in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in der Göttinger klassischen Philologie wirkten. Und auch wenn die Leistungen ihrer dazwischen und danach wirkenden Kollegen in der Regel ebenfalls beachtlich sind, diese Wissenschaft doch zu einer ganz besonderen Blüte führten. Als Christian Gottlob Heine am 14. Juli 1812 im Alter von 82 Jahren starb, trat ein Gigant von der Göttinger Universitätsbühne ab, dessen Fußstapfen wahrlich nicht leicht zu füllen waren. Zwar war Heine damals keineswegs der einzige an der Göttinger Universität wirkende klassische Philologe. Bereits 1785 war Christoph Wilhelm Mitscherlich, ein Schüler Heines, außerordentlicher und 1794 ordentlicher Professor geworden. Er wurde nun, bereits über 50 Jahre alt, gleichsam zum Nachfolger seines Lehrers und versah bis zum Ende seiner aktiven Zeit 1835 mehrmals auch den Posten eines Prorektors der Universität, was damals dem des Rektors gleichkam, denn der Rektor war stets der König des Staates Hannover. Aber wissenschaftlich war Mitscherlich zum letzten Mal im Jahre 1800 mit einer Ausgabe des römischen Dichters Horaz in Erscheinung getreten. Daneben gab es den 1812, 35 Jahre alten Ernst Karl Friedrich Wunderlich, ebenfalls ein Schüler Heines, der seit 1808 Assessor und dann außerordentlicher Professor an der Göttinger Universität im Wesentlichen auf Heines Spuren wandelte, indem er dessen Tibull- und Vergil-Ausgabe überarbeitet herausgab. Er starb überraschend schon 1816 an Diphtherie. Als dritter ist Georg Ludolf Dissen zu nennen, auch er ein Schüler Heines, der 1812 im Alter von 28 Jahren als außerordentlicher Professor in Marburg wurde, aber 1813 in der gleichen Stellung nach Göttingen zurückkam und hier seit 1817 ordentlicher Professor bis zu seinem Tode blieb. Er wurde 1833 übrigens ordentliches Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften. Er publizierte 3 durchaus beachtliche Editionen, ebenfalls des lateinischen Dichters Tibull, des griechischen Dichters Pindar und der berühmten Kranzrede des großen attischen Redners Demosthenes. Aber eine kontinuierliche Kränklichkeit setzte seinem Wirken in eine weitere Öffentlichkeit hinein deutliche Grenzen. In seinen späteren Jahren konnte er kaum mehr sein Haus verlassen und er ist im September 1837 nur 52 Jahre alt gestorben. In der Nachfolge nun des 1816 so früh verstorbenen Wunderlich hatte man noch im gleichen Jahr den vielversprechenden Friedrich Gottlob Welker berufen, der aber nicht einmal ganz 3 Jahre in Göttingen blieb und dann an die damals frisch gegründete Universität Bonn weiterzog, wo er in den folgenden 49 Jahren eine in der Tat beeindruckende Lehr- und Publikationstätigkeit entfaltete. So stand im Sommer 1819 erneut die Frage an, ob man wohl jemand finden werde, der die Göttinger klassische Philologie in der überragenden Weise Christian Gottlob Heines werde fortführen können. Und man wurde in der Tat fündig in der Gestalt eines damals noch nicht einmal ganz 22-Jährigen,
der 2 Jahre zuvor, also als 20-Jähriger, bereits eine beeindruckende Studie von über 200 Seiten vorgelegt hatte. Das war Karl Ottfried Müller, oder wie er damals eigentlich noch hieß, bevor er sich den zweiten Vornamen Ottfried selber zulegte, Karl Müller. Müller wurde am 28. August 1797 in der nicht besonders großen schlesischen Stadt Brieg, heute polnisch Pszczek, als ältestes Kind des Pastors Karl Daniel Müller geboren und begann im Alter von 17 Jahren, 1814, an der Universität Breslau ein sehr weit gefächertes Studium, das er dann aber auf die klassische Philologie konzentrierte, als ihn sein akademischer Lehrer Ludwig Friedrich Heindorf, ein Schüler Friedrich August Wolfs, mit Barthold Georg Niebuhrs römischer Geschichte bekannt machte. Schon während seines ersten Studienjahres wurde die ganze Brillanz des jungen Studiosus deutlich. Seinen Professor Heindorf machte er in einer Vorlesung darauf aufmerksam, dass eine von diesem vorgeschlagene Konjektur zum Text des lateinischen Satirikers Juvenal aus metrischen Gründen unmöglich war. Ferner machte er sich an die Lösung zweier Preisaufgaben, die schon, glaube ich, über 1,5 Jahre in Breslau gestellt waren, einer philosophischen über die kantische Kritik der Beweise vom Dasein Gottes und einer historischen über die Geschichte der Makkabäer, und er gewann beide Preise. Nach 2 Jahren in Breslau wechselte Müller zu Ostern 1816 an die Berliner Universität, wo eben der Lehrer seines Breslauer Lehrers Heindorf, Friedrich August Wolf, noch tätig war. Dessen Art aber sagte ihm nicht zu, und so orientiert er sich vor allem zum einen an Philipp Buttmann, den Verfasser einer damals sehr einflussreichen griechischen Grammatik, und es war übrigens auch Buttmann, unter dessen Einfluss Müller den Zweitvornamen Ottfried annahm, und August Boeck, einen der bedeutendsten deutschen Altertumsforscher des 19. Jahrhunderts. Mit Boeck verband ihn fortan eine stabile Freundschaft, die bis an Müllers Lebensende währte und auch einen bemerkenswerten Briefwechsel hervorbrachte, von dem wir noch Zeugnisse hören werden. Bereits 1,5 Jahre nach seinem Wechsel nach Berlin, am 25. Oktober 1817, wurde Müller promoviert, da war er gerade 20 Jahre alt, wie gesagt, und noch vor Ende des gleichen Jahres veröffentlichte er den Aegineticorum Liber, eine aus den antiken Quellen gearbeitete Geschichte der nicht unbedeutenden griechischen Insel Aegina im Altertum, wobei auch noch die anschließenden byzantinischen und sogenannten fränkischen Zeiten mitbehandelt wurden. Da hat er sich noch einfach nur Karl Müller genannt, wie Sie sehen können, Carolus Müller. Die erste und letzte Publikation mit diesem Namen. Dieses etwas mehr als 200-seitige, dem Lehrer August Boeck gewidmete Buch, die ersten 2 Kapitel davon hatte Müller eben als Dissertation in Berlin eingereicht, wurde nun in der Tat entscheidend für Müllers weiteren Lebensweg, denn dank diesem Buch wurde man in Göttingen auf ihn aufmerksam. Wie schon erwähnt, suchte man damals in Göttingen dringend nach einem Ersatz des im Frühjahr 1819 nach Bonn entschwundenen Welker. Und in dieser Situation erkundigte sich der damalige ordentliche Professor der Geschichte, Arnold Hermann Ludwig Heeren, seit 1796 übrigens Schwiegersohn Heines und dann auch sein Biograf, nach der Lektüre des Aegineticorum Liber bei Boeck in Berlin nach dessen Verfasser und erhielt von Boeck über Müller Folgendes zur Auskunft. Ich zitiere. Die akademische Lage wird ihn in kurzer Zeit zu einem der bedeutendsten Gelehrten in unserem Fach machen, zumal da er große Vorarbeiten und Sammlungen hat, wie meines Wissens keiner, der mir vorgekommen ist von den Jüngeren. Unter allen jungen Männern, die ich kenne, habe ich nie eine so große Bescheidenheit, einen so feinen, sittigen Sinn gefunden. Er ist ein Muster von einem Gelehrten. Sein Äußeres ist offen und freundlich und angenehm. Er ist vollkommen unschuldig, unbefangen, heiter, gesetzt. Er ist äußerst verträglich und wird mit niemand in Streit geraten. Seine Gesundheit ist blühend. Er kann unmäßig arbeiten, ohne dass er seine frische Jugendfarbe verlöre. Ich versichere Ihnen, dass Sie die beste Akquisition an ihm machen. Nach diesem eindeutigen Votum wandte sich Heeren noch im Juni 1819 an Müller selbst, der damals gerade eine Gymnasiallehrerstelle am Maria-Magdalenen-Gymnasium in Breslau innehatte
und fragt ihn, ob er bereit sei, als außerordentlicher Professor nach Göttingen zu kommen. Wobei er ihm auch schon sehr klar andeutete, auf welchen Gebieten der Altertumswissenschaft er vor allem tätig werden müsse, da sich die akademische Lehre sowohl von Mitscherlich als auch von Dissen im Wesentlichen auf einige Autoren der engeren klassischen Philologie beschränke. Ich zitiere: Die Geschichte der griechischen und der römischen Literatur, der Vortrag der Mythologie sowie der Archäologie oder Kunstgeschichte der alten Welt fielen ihnen ganz anheim. Fürwahr, ein stattliches Programm, das einem damals noch nicht ganz 22-Jährigen eröffnet wird und das ihn in der Weite des Zugriffs eigentlich klar zum eigentlichen Nachfolger von Christian Gottlob Heyne bestimmte. Aber Müller sagte beherzt zu und las bereits seit dem ersten Göttinger Semester, also im Winter 1819/20, über griechische Altertümer, ein Thema, in das er sich selber erst einarbeiten musste, sowie über Orakel und Weissagungen bei den Alten. Eine öffentliche und offenbar sehr gut besuchte Vorlesung. Am 22. Januar 1820 hielt er seine offizielle Göttinger Antrittsrede mit einer Abhandlung De Tripode Delphico, also über den Dreifuß von Delphi, wieder ein Thema an der Schnittstelle, könnte man sagen, von Text, Philologie und Archäologie. Seine Lehrtätigkeit in den folgenden Jahren erfüllte in der Tat voll und ganz die Wünsche, die ihm Heeren in seiner schriftlichen Anfrage unterbreitet hatte. Unter seinen Vorlesungen nahm die fast regelmäßig jeden Sommer wiederkehrende Kunstgeschichte und Archäologie wohl den ersten Rang ein. Daneben bildeten besonders folgende nach seiner eigenen Absicht einen gewissen Zyklus: griechische Altertümer, Mythologie und Religionsgeschichte der Völker des Altertums, römische Literaturgeschichte, daneben die Interpretation des Herodot, Thukydides, Pindar und Tacitus, die meist einen Zeitraum von 3 Jahren ausfüllten. Dazu ließ er als Mitdirektor des Philologischen Seminars abwechselnd griechische und lateinische Autoren erklären und leitete die Disputierübungen über die lateinisch gefertigten, notabene lateinisch gefertigten Seminararbeiten. Daneben war er aber auch in seinen Publikationen staunenswert produktiv. Bereits in seinem ersten Göttinger Jahr 1820 erschien der erste 512 Seiten umfassende Band einer auf 3 Bände angelegten Geschichten hellenischer Stämme und Städte. Dieser Band behandelte Orchomenos und die Minier, also vor allem Regionen Mittelgriechenlands, namentlich Boiotien. Die beiden übrigen Bände, 458 und 560 Seiten stark, wurden 4 Jahre später publiziert und waren eine umfassende Darstellung des dorischen Volksstamms und seiner Städte und Geschichte. Übrigens scheint sich Müller so sehr mit den Fairnissen und Leistungen dieses Volksstamms identifiziert zu haben, dass er selber von seinen Zeitgenossen den scherzhaften Spitznamen der Dorer erhielt. Müllers Dora-Darstellung wurde in der gelehrten Fachwelt nicht ohne Kritik aufgenommen, doch veranlasste ihn dies nur zu weiterer Produktivität. Bereits im nächsten Jahr 1825 ließ er eine 434 Seiten starke ein Band Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie erscheinen. Und diese Leistungen wirkten sich auch günstig auf seine Stellung aus. Im Mai 1823, noch keine 26 Jahre alt, wurde Müller ordentlicher Professor und Mitglied der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften. Am Ende des gleichen Jahres lehnte er einen Ruf an die Universität Berlin auf eine Professur für alte Geschichte und Philologie ab. Schon hier zeigt sich also eine starke Verbundenheit mit Göttingen, dem er auch in widrigen Zeiten, wie wir noch sehen werden, und bis zu seinem Tod die Treue gewahrt hat. Neben all dem war Müller das eigentlich genaue Gegenteil eines akademischen Winkelbrummers und sauertöpfisch in seinem Elfenbeinturm eingeigelten Gelehrten. Schon bald nach seinem Kommen nach Göttingen wurde er Mitglied der Gesellschaft der Ungründlichen, die Friedrich Lücke, der seit 1827 Theologieprofessor hier und seit 1843 Abt von Buchsfelde war, folgendermaßen beschrieben hat, ich zitiere: Junge Männer von den verschiedensten Richtungen und Studien aus vielerlei deutschem Volk kamen sie zu allgemeinen wissenschaftlichen Besprechungen, poetischen Erheiterungen und geselligen Erholungen in allerlei Scherz und Laune zwanglos und arglos zusammen und bildeten gewissermaßen den heiteren Rahmen um das sonst ernste akademische Göttinger Leben. Unter ihnen, hat man mir erzählt, war unser Müller einer der heitersten und fröhlichsten Gesellen, immer aufgelegt und kein Spielverderber. Zitat Ende.
Am 8. September 1824 schlug Müller dann durch seine Eheschließung mit Pauline Hugo, der Tochter des Juristen Gustav Hugo, der seit 1792 Professor in Göttingen war, gewissermaßen endgültig Wurzeln. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor. Sie scheint Müller aber auch gleichzeitig wissenschaftlich noch produktiver gemacht zu haben, denn bereits im Jahr 1825 veröffentlichte er auch eine Abhandlung über die Makedonier und kurz darauf zwei Bände über die Etrusker mit 455 und 373 Seiten, für die Müller am 3. Juli 1826 einen Preis der Berliner Akademie erhielt. Ferner erschienen in diesen Jahren umfangreiche Artikel über Attika und Bojotien in der von Ersch und Gruber herausgegebenen Allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften und der Künste. Der Artikel Attika enthielt die erste vollständige Topographie des antiken Athen und wurde noch mehr als 100 Jahre später von Walter Judaich, dem damals besten Kenner der Athener Topographie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu Recht gewürdigt. Und Müller griff noch immer weiter innerhalb der Altertumswissenschaften aus. 1828 hielt er zum ersten Mal eine Vorlesung über komparative Grammatik des Griechischen und Lateinischen. 1830 veröffentlichte er ein Handbuch der Archäologie der Kunst, das viele Jahrzehnte wirkte. Und schon 1835 nämlich erschien eine überarbeitete zweite Auflage und 1848 posthum eine von Welker bearbeitete dritte. Außerdem gab es Übersetzungen ins Englische und Französische. Auch in der Universität nahm Müller eine zunehmend wichtigere Stellung ein. 1831 wurde er Dirigent der wissenschaftlichen Prüfungskommission, die ein Jahr zuvor zum Teil auch nach seinen Vorschlägen eingerichtet worden war, und Mitglied des Akademischen Senats. Im Jahr 1835, ich habe es schon kurz angedeutet, trat der damals 75-jährige Mitscherlich vom Amt des Professors der Eloquenz zurück und Müller und Dissen wurden damals beide zu seinen Nachfolgern ernannt. De facto freilich ging das Amt allein auf Müller über, da Dissen diese Funktion wegen seiner Kränklichkeit eigentlich nie wahrnehmen konnte. Und in dieser Funktion hielt Müller dann auch die offizielle Festrede zur 100-Jahr-Feier der Georg-August-Universität am 18. September 1837. Überhaupt lässt sich das Jahr 1837 als ein Höhepunkt, zugleich aber auch als eine Art Peripetie, wie wir noch sehen werden, in Müllers akademischem Wirken in Göttingen beschreiben. Nicht nur hielt er an der Säkularfeier die gerade erwähnte Rede und stand damit im Mittelpunkt der Feierlichkeiten, sondern er hatte für diese Feier auch das Programm geschrieben und mehr noch, er hatte bei der Entstehung eigentlich des bleibendsten Andenkens an diese Feier ebenfalls einen ganz maßgeblichen Einfluss gehabt. Ich spreche von dem Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, unserer inzwischen gut 175-jährigen Aula, die Wilhelm IV., König von Großbritannien und Hannover, der Universität Göttingen gestiftet hatte und die kurz vor dem Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten fertig geworden war. Der offizielle Architekt des Gebäudes war Otto Preil, in dessen noch erhaltenem Entwurf von Februar 1832 die Konzeption noch erheblich anders und um einiges schlichter aussah. Zusammen mit Friedrich Christoph Dahlmann, seit 1829 Professor der deutschen Geschichte und der Staatswissenschaft in Göttingen und dann einer der berühmten Sieben, wurde Müller daraufhin im November 1834 in Hannover vorstellig und setzte sich dort für wesentliche Änderungen des geplanten Gebäudes ein, bei deren Umsetzung er dann auch beteiligt wurde, sodass man ihn als den Spiritus Rector der nunmehr klaren klassizistischen Konzeption betrachten kann. Und für diese Rolle brachte Müller in verschiedener Weise gute Voraussetzungen mit. Zum einen hatte er in einer Reihe von Abhandlungen seine intime Kenntnis gerade der Kunst- und Baudenkmäler auf der Athener Akropolis nachgewiesen. Bereits in seiner ersten Göttinger Zeit, 1820, schrieb er eine Abhandlung über die Minervae Polyadis Sacra, über die Heiligtümer und den Tempel der Athena Polias auf der Burg Athens in Arche Athenarum. Ferner schrieb er über den am Bau und der Ausstattung des Parthenon wesentlich beteiligten griechischen Architekten und Bildhauer Phidias, 1827
De filiae vita et operibus commentationes tres. Ferner schrieb er über die erhaltenen Bildwerke in den Metopen und am Friese des Parthenon und noch 1836 eine lateinische Schrift De Monumentis Athenarum. Ferner ist Müller selber 1835-36 sozusagen architektonisch tätig geworden, als er sich nämlich an der Hospitalstraße 1 sein eigenes Haus bauen ließ, in dem seit 1976 das Göttinger Junge Theater untergebracht ist. Vergleicht man dessen Fassaden, das ist die Seitenfassade und die haben sie gewissermaßen die Hauptfassade zum Wochenmarkt, mit denen des Aula-Gebäudes gerade, dann könnte man bei Müllers Wohnhaus schon fast eine Aula im Kleinen erkennen. Sie sehen den ähnlichen Giebel und so weiter und haben unten sogar die ersten Säulen einem Haus in Göttingen überhaupt. Auch auf die Innenausstattung der Aula übte Müller großen Einfluss aus. Dazu brauche ich kein Bild zu zeigen, die haben sie vor sich. Christian Freigang hat im Einzelnen nachgewiesen, welche Bauelemente etwa vom Parthenon und vom Erechtheion, der Athener Akropolis, aber auch von anderen bedeutenden griechischen Tempeln in der Aula aufgegriffen sind. Der Gesamteindruck des Festsaalraums mit seiner umlaufenden zweigeschossigen Säulenreihe soll uns auch gewissermaßen ins Innere des Parthenon versetzen. Hier haben Sie mal eine Rekonstruktion dieses Innenraums mit der doppelten Säulenreihe. Und hier, wo ich stehe, ist eben gewissermaßen das große Standbild der Athena Parthenos. Bekanntlich findet sich in diesem Gebäude auch das Akademiezimmer, in dem die Akademie der Wissenschaften bis heute und hoffentlich noch sehr lange ihre Plenarsitzungen abhält. Auch die Gestaltung dieses schönen Raums geht offenbar in allem Wesentlichen auf Karl Ottfried Müller zurück. Marianne Bergmann hat sehr schön gezeigt, dass die Gestaltung der Wände, jetzt können Sie zumindest sehen, das Bild ist leider nicht besonders scharf, aber es mag für den Eindruck genügen, dass die Gestaltung der Wände eine bewusste Rückstilisierung oder Rückprojektion der damals aus Pompeji bekannten römischen Wandmalerei in griechische Zeiten darstellt und dazu kombiniert ist mit der Ornamentik und der Vierfarbmalerei des klassischen Griechenland. Wenn die Akademie also tagt, dann tut sie es bis heute in einem durch und durch von Müller geprägten Ambiente. Nur 3 Wochen vor der großen Säkularfeier war Müller selber 40 Jahre alt geworden und hatte damit nach einer bekannten antiken Auffassung die Akmä, den Punkt höchster Blüte in seinem Leben, erreicht. An diesem Tag wurde ihm von den Göttinger Studenten ein prächtiger Fackelzug dargebracht, auch ein schönes Zeichen dafür, wie angesehen und beliebt Müller damals war. Nur 2 Monate später aber, und gerade einmal 40 Tage nach dem Universitätsjubiläum, brach das über Göttingen herein, was die Universität in eine tiefe Krise stürzte, zu deren Überwindung sie lange Jahre brauchte. Sie wissen es alle, am 1. November 1837 hob Ernst August, der neue König von Hannover, die Verfassung seines Landes auf, was zu dem bekannten Protest der Göttinger Sieben führte, die daraufhin am 14. Dezember ihre Ämter enthoben und zum Teil des Landes verwiesen wurden. Müller war keiner von den Sieben, aber er teilt ihre Einstellung und am 13. Dezember, einen Tag vor der Absetzung, unterzeichnete er zusammen mit 5 weiteren Kollegen, darunter immer noch seine Schüler Ernst von Leutsch und Friedrich Wilhelm Schneidewin, die beide etwa gleichzeitig in diesem Jahr außerordentliche Professoren in Göttingen wurden, unterzeichnete eine Erklärung, um zu dokumentieren, dass die Sieben keineswegs völlig isoliert gehandelt hätten. Als was für eine Katastrophe Müller die durch den absolutistischen Akt des Königs hervorgerufene Entwicklung empfand, geht sehr deutlich aus mehreren seiner Briefe an August Boeck hervor. Nur 6 Tage nach der gerade erwähnten Erklärung, am 19. Dezember 1837, schrieb er, ich zitiere, die Protestation unserer 7 Kollegen kennen Sie aus den Zeitungen. Ich war mit der letztern in Gesinnungen und Ansichten ganz einverstanden, da ich namentlich auch überzeugt bin, dass ein ehrlicher Mann das Grundgesetz, auf das wir verpflichtet sind, nicht auf die einseitige Aufhebung des Königs aufgeben dürfe und entschlossen bin, den Huldigungsrevers nicht ohne Verwahren zu unterschreiben. Ich hielt indes jene Erklärung nicht für geeignet, an das Kuratorium gebracht zu werden, welches die Sache nichts angeht, und hoffte damals noch, dass ein Beschluss der Majorität nicht unbedingt zu huldigen und so weiter zustande kommen würde.
Diese Hoffnung ist nun freilich ganz zu Schanden geworden, da die Universität im Ganzen sich durchaus wie ein deutscher Philister betragen hat, der nichts mehr fürchtet als seinen Amtgehalt oder auch nur die Aussicht auf Zulage zu verlieren. Unter diesen Umständen haben wenigstens 6 von uns in einem Artikel, der in mehrere Zeitungen gegangen ist, von den in der angeblichen Anrede und Adresse ausgesprochenen Gesinnungen, welche man gern der ganzen Universität unterlegen möchte, losgesagt und erwarten ganz ruhig, was darauf geschehen wird, da wir doch, wie die Sachen stehen, aus einem oder dem anderen Grunde um unser Amt kommen werden. Indes ist der lang erwartete Schlag geschehen. Unsere 7 Kollegen sind auf einmal abgesetzt, Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus wegen angeblichen Anteils an der Verbreitung Landes verwiesen worden. Das Kuratorium ist von dieser halben Zerstörung der Universität nicht einmal in Kenntnis gesetzt worden. Die Studenten betragen sich durchaus sehr verständig und gut. Namentlich waren die Beweise von Anhänglichkeit und Treue, da etwa 300 von ihnen in Witzenhausen, die für den Verbanden gaben, in Witzenhausen mussten die 3 das Land verlassen, wurde ihm bis dahin das Geleit gegeben. Ich war auch mit einigen Freunden hingefahren, von rührender Wahrheit. Ich habe selten einen schöneren Tag erlebt als den in Witzenhausen. Die Studenten sehen großenteils die Universität als aufgelöst an. Und wiewohl sich mehrere, so wie auch ich, noch bemühen, ihre Zuhörer zusammenzuhalten, betrachte ich doch die Universität kaum noch als existierend. Was mich betrifft, so werde ich auf keinen Fall, wenn sich nicht vieles ändert, über dies halbe Jahr hinaus Professor an der Universität bleiben können. Bis hierhin dieses interessante Zitat. Soweit ist es dann nicht gekommen. Aber Müller schreibt auch noch in den nächsten 2 Jahren immer wieder von der tiefen Krise, in der er die Göttinger Universität sieht. Am 18. Februar etwa 1838 macht er sich gewisse Hoffnung, dass die Dinge vielleicht noch reversibel seien. Zitiere, es fehlt nach meiner Ansicht der Sache nicht viel daran, dass eine Revision des Verfahrens gegen die 7 vorgenommen und die Nichtigkeit der Voraussetzungen, unter denen sie abgesetzt und verbannt sind, eingesehen wird. Hierzu etwas beitragen zu können, würde mir eine große Freude sein. Kurz, Sie sehen, ich verzweifle noch nicht an unserer Georgia Augusta. Am 5. April vermerkte er, man wird jetzt erst recht gewahr, wie was man an Göttingen in seiner letzten Blütezeit gehabt hat und genießt die letzten Tropfen aus dem süßen Becher mit wehmütiger Lust. Im gleichen Brief drückt der Böck seine Dankbarkeit dafür aus, dass dieser für ihn in Berlin bereits nach einer Ersatzanstellung Ausschau gehalten hatte. So sehr ich, wie Sie sehen, noch mit allen meinen Gedanken und ich muss sagen, auch mit meiner ganzen Studienweise in Göttingen wurzle, so angenehm ist mir der Gedanke, einen Rückhalt in der, wenn auch noch so problematischen Aussicht nach Berlin zu haben. Und auch in seinem vorletzten Brief an Böck vom 17. Juni 1839, in dem Müller bereits auf seine bevorstehende große Griechenlandreise zu sprechen kommt, ist er mit der immer noch nicht wirklich überwundenen Krise in Staat und Universität beschäftigt. Zitat, was in meine Reisefröhlichkeit allein einen gewissen Schatten wirft, ist die kritische Lage, in der ich noch immer Land und Universität verlasse. Ich selbst bin in dieser Angelegenheit über alle Erwarten begünstigt worden. Umso auffallender, als da das Kabinettsministerium durch einen ausführlichen Bericht, den ich an Graf Münster in der Sache der 7 geschrieben, meine Gesinnungen aufs Haar kennt. Ich darf nicht hoffen, nach meiner Zurückkunft ebenso gut behandelt zu werden, im Fall das Kabinett seine Pläne durchgesetzt. Aber dann wüsste ich überhaupt nicht, woher noch Mut und gute Hoffnung für Göttingen genommen werden könnte. Ohne Herstellung des Grundgesetzes wird der Zustand im Lande immer gespannter und drohender werden. Aber wie weit ist noch der Schritt von einer bis zur Herstellung der 7, ohne welche doch der Göttinger Universität nicht gründlich geholfen werden kann? Neue Berufungen in jetzigen Zeiten können uns nur schlechten Zuwachs verschaffen. Ende des Zitats. In dieser Weise zwischen Hoffnung und Befürchtungen schwanken trat Müller seine im Februar 1839 beantragte große Studienreise dann im August dieses Jahres an. Sie sollte ihm als vor allem archäologische Vorbereitung seines geplanten großen wissenschaftlichen Hauptwerks dienen, einer auf 12 Bände angelegten Geschichte Griechenlands.
Die Reise war auf insgesamt 14 Monate geplant, also bis zum Beginn des Wintersemesters 1840/41 wollte er wieder zurück sein. In einer im Nachhinein nur als weise zu bezeichnen Voraussicht hatte Müller sogar sein Testament gemacht. Die Reiseroute führte zunächst durch Nord- und Mittelitalien, dann hielt sich Müller fast 3 Monate in Rom auf, es folgten Neapel, Herculaneum, Pompeji, Paestum, dann das an archäologischen Überresten ebenfalls reiche Sizilien. Im Frühling 1840 kam er dann in Athen an und unternahm nach einem fünfwöchigen Aufenthalt von hier aus dann zusammen mit Ernst Curtius eine 40-tägige Reise durch die Peloponnes. Erneut verbrachte dann in Athen die zweite Junihälfte und wurde hier von König Otto von Wittelsbach und seiner Königin Amalie von Oldenburg geehrt. Dann ging es nach Mittelgriechenland über Marathon, Ramnus, Oropos durch Boeotien, über Elateia zu den Thermopylen und schließlich durch die Landschaft Doris nach Delphi. Und hier begannen die verhängnisvollen Ereignisse, die dann zu Müllers viel zu frühem Tod führten. Beim Kopieren von Inschriften in der sengenden Julisonne zog er sich einen Hitzschlag zu und in den Tagen der Rückreise nach Athen verschlimmerte sich sein Zustand immer weiter. Kurz vor Athen fiel er in Bewusstlosigkeit, aus der er bis zu seinem Tod am 1. August 1840 um 4 Uhr nachmittags nicht mehr erwachte. Bereits am 2. August wurde unter großer Anteilnahme der Athener Universität und der höchsten Athener Kreise auf dem Kolonos Hippios bestattet, wo in der letzten Tragödie des Sophokles Oedipus auf Kolonos bereits der mythische Held Oedipus sein Ende fand. Sie sehen hier übrigens ein Bild von der gewissermaßen 50-jährigen Jubiläumsfeier des Begräbnisses 1890. Das ist aber das Grabmal von Müller hier nochmal eigens geschmückt. Nach Göttingen gelangte die Nachricht von Müllers Tod erst am 27. August 1840, einen Tag vor seinem 43. Geburtstag, und löste hier größte Bestürzung aus. So blieb Müllers letztes großes Werk, die große Geschichte Griechenlands, nur ein Plan. In seiner Rede zum 100. Geburtstag Müllers hat Karl Dilthey diesen Plan folgendermaßen gewürdigt, ich zitiere: Wie anders würde heute die Geschichte des griechischen Volkes aussehen, wenn er ihr den Stempel seines kräftigen, in aller Verherrlichung des Hellenentums, realistischen Geistes aufgedrückt, wenn er ihren großen Organismus aufgebaut hätte, von den grundfesten Natur bis zu den feinen Spitzen des Lebens. Wie viel Umwege und Irrwege, wie viel Unsegen zersplitterter Betrachtung wäre durch sie erspart worden. Es war in der Entwicklung unserer Wissenschaft die letzte Station, da ein Forscher von weitem Gesichtskreis und gewaltige Arbeits- und Gestaltungskraft eine griechische Geschichte in diesem fast idealen Sinn schreiben konnte. Schon heute, da der geistige Besitz so viel weiter auseinandergerückt ist, erkennen wir, es wird nicht mehr geschehen. Zitat Ende. Immerhin war es Müller vergönnt, ein anderes großes Werk noch wenigstens zu beginnen, eine Geschichte der griechischen Literatur. Ihr erster Band erschien noch zu Müllers Lebzeiten 1840, bemerkenswerterweise auf Englisch. Denn Müller hatte dieses Werk auf eine von der Gesellschaft zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse in London ergangene Aufforderung hin in Angriff genommen. Auf Deutsch erschienen 2 Bände erst 1841, posthum herausgegeben von Müllers Bruder Eduard. Es gab noch 3 weitere Ausgaben, 1857, 75, 76 und 82, 83, was immerhin zeigt, was für ein vielversprechendes Werk Müller auch mit diesem Projekt begonnen hatte. Kein geringerer als Wilamowitz hat diese Literaturgeschichte als, Zitat, nicht nur die lesbarste, sondern allein eine wirkliche Geschichte bezeichnet. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Müllers früher Tod einen ganz großen Verlust bedeutete. Für die klassische Philologie in Göttingen, aber auch überhaupt, und für die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften. Wären Müller noch 2 oder 3 Jahrzehnte vergönnt gewesen, hätte er in seiner Wirkung den großen Heine erreichen und vielleicht sogar übertreffen können. Und wie beim Tod Heines gab es dann auch beim Tod Müllers zunächst niemanden in Göttingen, der seine Fußstapfen hätte ausfüllen können. Vor Ort befanden sich damals 2 schon erwähnte Müller-Schüler, Ernst von Leutsch und Friedrich Wilhelm Schneidewin, die beide in Weite des Blicks und wissenschaftlicher Produktivität mit Müller nicht vergleichbar sind. Als Nachfolger von Müller wurde 1842 Karl Friedrich Hermann berufen, der mit seinen schon vor Ort befindlichen Kollegen Schneidewin und Leutsch gelegentlich seine Schwierigkeiten hatte,
obwohl sie ihm ihre Ernennung zu ordentlichen Professoren verdankten, und der, immer rastlos tätig und deshalb auch beeindruckend produktiv, sich in Göttingen buchstäblich, verzeihen Sie mir den Ausdruck, zu Tode gearbeitet haben scheint und bereits Ende 1855 im Alter von 51 Jahren starb. Ihm folgten dann bis 1889, als Friedrich Leo nach Göttingen kam, mehrere Gelehrte mit kürzeren Amtszeiten. Ernst Curtius ging 1868 nach Berlin, Kurt Wachsmuth ging 1877 nach Heidelberg, Karl Diltay wechselte 1887 innerhalb Göttingens auf den Lehrstuhl für klassische Archäologie und Wilhelm Meyer wurde 1889 von seinen Lehrverpflichtungen entbunden, um vor allem bibliothekarisch tätig zu sein. Von den bei Müllers Tod in Göttingen bereits tätigen klassischen Philologen wurde Friedrich Wilhelm Schneidewy nicht sehr alt. Er starb überraschend und eben noch keine 46 Jahre, Anfang 1856 an einem nervösen Fieber. Sein Nachfolger wurde Hermann Saupe, der zwar im Alter von 46 Jahren erst nach Göttingen berufen wurde, aber aufgrund seines langen Lebens noch bis 1893, also 37 Jahre lang in Göttingen tätig war und noch das Kommen sowohl von Wilhelm Mowitz als auch von Friedrich Leo erlebte. Als im Jahre 1883 dann der damals 75-jährige Ernst von Leutsch in den Ruhestand trat, waren seine Kollegen Saupe bereits ebenfalls 73 und Wachsmuth 46 Jahre alt. Eine Verjüngung im Direktorium schien wünschenswert. Man fand sie in dem damals 34-jährigen Ulrich von Wilhelm Mowitz Möllendorf. Wilhelm Mowitz hatte zunächst von 1867 bis 1869 klassische Altertumswissenschaften in Bonn studiert und war dann nach Berlin gewechselt, wo er bereits am 20. Juli 1870 im Alter von 21 Jahren promoviert wurde. Gerade rechtzeitig, um dann gleich anschließend als sogenannter einjährig Freiwilliger ins preußische Heer einzutreten und im Deutsch-Französischen Krieg teilzunehmen. Ende Juli 1875 habilitierte er sich im Alter von 26 Jahren wiederum in Berlin und trat im Frühjahr 1876 seine erste Professur in Greifswald an, wo er sich freilich nicht besonders wohl fühlte. Bereits im folgenden Jahr hätte die Möglichkeit bestanden, den jungen Professor als Nachfolger von Kurt Wachsmuth nach Göttingen zu berufen, doch scheiterte dies damals am Widerstand von Leutschs. Und Wilhelm Mowitz hat ihm dies später mit bösen Worten über seine Herausgebertätigkeit bei der Zeitschrift Philologus gedankt. 6 Jahre später kam dann aber eine neue und diesmal erfolgreiche Gelegenheit, als ausgerechnet Wilhelm Mowitz Gegner von Leutsch in den Ruhestand trat. Den hat er dann gewissermaßen beerbt. Der frisch gebackene Göttinger, hier sehen Sie ihn sehr hübsch zusammen mit dem alten Hermann Saupe, musste freilich sofort die Hauptlast der Lehre in den Altertumswissenschaften übernehmen. Nicht nur war Saupe ja bereits deutlich über 70 Jahre und der damals auch noch in der Philologie tätige Karl Diltay häufig krank, sondern auch in der alten Geschichte war Not am Mann, weil der hier damals zuständige akademische Lehrer Christian August Vollquarzen, der seit 1879 in Göttingen war, weder in der Lehre noch in der Forschung rege war, was offenbar mit einem Alkoholproblem zusammenhing, sodass Wilhelm Mowitz auch die althistorischen Lehrveranstaltungen übernahm. Und erst im Jahr seines eigenen Weggangs, 1897, gelang es dann, Wilhelm Mowitz Vollquarzen durch Hermann Busold zu ersetzen. Trotz solcher Belastungen hat sich Wilhelm Mowitz nach eigenem Zeugnis in Göttingen wohlgefühlt. In seinen Erinnerungen nannte er die Göttinger Jahre später die glücklichste Zeit meines Lebens. Dass dies keine leere Phrase war, zeigt sich auch daran, dass er in den Jahren 1885 bis 1889 3 Rufe an andere Universitäten nach Straßburg, Heidelberg und Bonn ablehnte. Im Jahre 1891-92 versah er das Amt des Prorektors der Universität und während dieser Amtszeit wurde er dann auch im Januar 1892 zum ordentlichen Mitglied der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften gewählt und 2 Jahre später, nach dem Tod von Hermann Saupe, wurde er dann 1894 Sekretär der Gesellschaft. Er hat sich in dieser Funktion auch tatkräftig für Reformen innerhalb der Gesellschaft eingesetzt, die ihrem damaligen Publikationswesen zugute kamen. Warum er dann 3 Jahre später Göttingen doch den Rücken kehrte, um in Berlin die letzte und sicher wichtigste Station in seiner Gelehrtenlaufbahn anzutreten, steht auf einem anderen Blatt. Das werden wir gleich sehen.
Die starke Beanspruchung in der Lehre, vor allem in den frühen Göttinger Jahren, mag sich auch auf Wilhelm Publikationstätigkeit ausgewirkt haben, denn man könnte zumindest auf den ersten Blick den Eindruck bekommen, dass er in seiner Göttinger Zeit nicht ganz so viel publizierte wie davor oder danach. Gleichwohl sind auch in seinen Göttinger Jahren bedeutende Werke von ihm erschienen. Schon in seinem zweiten Jahr, 1884, erblickten seine homerischen Untersuchungen das Licht der Welt. Gewidmet waren sie übrigens seinem ehemaligen Greifswalder Kollegen Julius Wellhausen, der im Jahr 1892 dann ebenfalls nach Göttingen wechseln sollte. In diesem Buch, das Aufbau und Entstehung von Homers Odyssee gewidmet war, erwies sich Wilhelm Wobitz als scharfsinniger Homer-Analytiker, der ja auch sein ganzes Leben bleiben sollte, und versuchte zu zeigen, dass die uns überlieferte Odyssee das späteste Stadium einer langen Entwicklung des Odysseus-Stoffs ist, in dem ursprünglich selbstständige epische Gedichte, die bereits ihrerseits dann schon wieder durch die Zusammenfügung von einzelnen früheren Gedichten entstanden seien, zusammengefügt worden seien. 43 Jahre später, übrigens 1927, legte Wilhelm Wobitz eine verfeinerte Modifikation dieser Odyssee-Analyse vor, nachdem er 1916 eine umfassende analytische Studie auch zur Ilias, die Ilias und Homer, veröffentlicht hatte. Aber dies beides eben erst lange nach seinem Weggehen aus Göttingen. 2 Jahre nach den homerischen Untersuchungen veröffentlichte Wilhelm Wobitz eine monographische Studie zu dem weithin unbekannten und literaturgeschichtlich auch ziemlich unbedeutenden frühhellenistischen Dichter Isyllos von Epidauros, von dem inschriftlich ein 72 Verse langes Preisgedicht auf den in Epidauros verehrten Gott Asklepios gefunden worden war. Obwohl Wilhelm Wobitz die Mediokrität dieses Autors nur zu bewusst war, er nannte ihn einen Poetaster ohne Talent und farstenhaften Politiker, widmet er ihm doch eine Untersuchung, in der neben Edition und Kommentierung des Textes das ganze politische und kulturelle Umfeld des Isyllos er sich darzustellen bemühte. Dies ist bezeichnend für Wilhelm Wobitz' umfassendes Verständnis von Philologie als einer Wissenschaft, die ein Vollbild ihres jeweiligen Gegenstandes geben soll. Einen ähnlichen Anspruch hat er dann in dem erheblich umfangreicheren zweibändigen Werk Aristoteles und Athen von 1893 vertreten. Ich zitiere aus dem Vorwort: Ich wollte ein Vollbild geben, wollte zeigen, wie sich die Probleme der athenischen Geschichte und Verfassung darstellen, wenn man sie ganz von Frischem aufgrund des aristotelischen Buches durchdenkt. Dieses aristotelische Buch war die damals erst wenige Jahre zuvor auf Papyrus wieder aufgefundene Athenaion Politeia, eine Schrift also vom Staat der Athener, eine darstellende Entwicklung der Verfassung des klassischen Athen, die eines der Hauptstücke in der großen Sammlung der griechischen Verfassungen war, die eben einst Aristoteles unternommen hatte. Wilhelm Wobitz hatte übrigens 2 Jahre zuvor, 1891, diesen Text, einen der damals wichtigsten Zuwächse zu den bereits vorhandenen griechischen Texten aus dem Altertum, zusammen mit dem ihm befreundeten Georg Keibel herausgegeben. Einen weiteren Schwerpunkt in Wilhelm Wobitz' Forschungstätigkeit in seinen Göttinger Jahren bildete die attische Tragödie. Im Jahre 1889 erschien zum ersten Mal sein großer Kommentar zum Herakles des Euripides in 3 Bänden, von denen der erste als Einleitung in die attische Tragödie insgesamt angelegt war. Und die hat noch mir als Student, wenn ich das sagen darf, wesentliche Einsichten in diese Literaturgattung vermittelt. Nach einer Einführung in das Leben des Euripides folgt hier als zentraler Abschnitt: Was ist eine Tragödie? Danach eine Geschichte des Tragikertextes, also ein typisch Wilhelm Wobitz'sches Thema. Auch bei anderen Autoren war es ihm darum zu tun, die Geschichte, wie ihre Texte überhaupt auf uns gekommen sind, möglichst weitgehend zu erhellen. Danach eine kritische Übersicht über Wege und Ziele der modernen Tragikerkritik und schließlich ein Kapitel über die Entwicklung der Herakles-Gestalt im griechischen Mythos und ein weiteres über seine Behandlung eben bei Euripides. Band 2 enthielt den Text, Band 3 den Kommentar. Wilhelm Wobitz war sich mancher Unausgeglichenheit in der Struktur dieses über einen längeren Zeitraum entstandenen Werks durchaus bewusst. In einer für ihn nicht uncharakteristischen Bescheidenheit sagt er in der Vorrede des ersten Bandes, Zitat, nur was wir verfehlen, ist unser, was uns gelingt, das danken wir der Muse. Zitat Ende. Bereits 6 Jahre später, noch immer in seiner Göttinger Zeit, ließ Wilhelm Wobitz eine erheblich veränderte 2. Auflage des Werks erscheinen mit nun nur noch 2 Bänden, in der der ursprüngliche erste Band, also die allgemeine Einleitung, weitgehend gestrichen war, stattdessen aber dem Text nun auch eine deutsche Übersetzung beigegeben wurde.
Dieses sinnvolle Nebeneinander von Text und Übersetzung hatte Wilhelm Moritz bereits 1891 in einer zweisprachigen Ausgabe des Euripideischen Hippolytos gewissermaßen ausprobiert. Und er hat das Vorwort zu diesem Buch sogar unter die Leitfrage »Was ist Übersetzen?« gestellt. Und dabei fallen auch sehr hübsche Sätze über die durchaus zwiespältige Beziehung von Philologen zu den Texten, mit denen umzugehen nun mal ihr Beruf ist. Ich zitiere. »Wir Philologen, die trockenen Schleicher, die am Buchstaben haften und grammatischen Haarspaltereien nachhängen, haben nun einmal auch die Verkehrtheit, dass wir mit ganzem Herzen die Ideale lieben, denen wir dienen. Diener sind wir freilich, aber Diener unsterblicher Geister, denen wir den sterblichen Mund leihen.« Zitat Ende. Wilhelm Moritz beansprucht aber auch, dass Philologen die besten Übersetzer sind. Aus der gleichen Vorrede, Zitat, »Nur wenn wir Philologen sie machen, können Übersetzungen der hellenischen Poesie, die existenzberechtigt sind, entstehen.« Und er sieht in solchen Übersetzungen geradezu eine moralische Aufgabe. Ich zitiere wieder, »Dass den Deutschen die hellenische Poesie in solchen Übersetzungen dargeboten wird, ist nur eines der Mittel, die Not tun, um dem sittlichen und geistigen Verfalle zu steuern, dem unser Volk immer rascher entgegengeht.« Er sieht deshalb im Übersetzen eine Philologenpflicht gegenüber der breiteren Öffentlichkeit. Ich zitiere wieder, »Das Ideal selbst denen, die es suchen, zugänglich machen, es vor sie hinstellen und allenfalls ihnen zeigen, wie man es ansehen, worauf man achten soll, das ist's, was wir Philologen, wie ich meine, können und sollen. In dem Sinne bringe ich meine Übersetzungen vor das Publikum.« Zitat Ende. Und er hat es auch später, auch noch lange nach seiner Göttinger Zeit, oft getan. Noch gerade innerhalb seiner Göttinger Zeit, 1896, erschien eine zweisprachige Ausgabe auch der Orestie-Trilogie des Aeschylus. Während Wilhelm Moritz in seinen Publikationen fast ausschließlich sich der griechischen Seite des klassischen Altertums widmete, fast, musste er in seiner Lehrtätigkeit weitgehend auch das Lateinische abdecken, da die betreffenden Kollegen entweder schon sehr alt, im Falle von Leutsch oder Saupe, oder oft krank, im Falle von Diltei, waren. Deshalb bedeutete es für ihn eine enorme Erleichterung und Unterstützung, als es 1889, 6 Jahre nach seinem Kommen, gelang, endlich einen jüngeren, vielversprechenden Kollegen nach Göttingen zu holen, dessen Schwerpunkt schon vor allem damals im Bereich der Latinistik lag, Friedrich Leo. Leo, 2,5 Jahre jünger als Wilhelm Moritz, war in Bonn aufgewachsen, obwohl in Pommern geboren, und hatte von Herbst 1868 an zunächst 3 Jahre in Göttingen studiert. Diese Jahre wurden nur unterbrochen durch einen kurzen Militärdienst und einen Einsatz im Deutsch-Französischen Krieg im Dezember 1870 und Januar 1871. Am 15. März 1871 kehrte Leo an seinen Studienort Göttingen zurück. Hier war er auch im studentischen Leben durchaus aktiv. Als Mitglied der Burschenschaft Brunswiga nahm er sogar einmal als Zuschauer an einem verbotenen Duell teil und durfte daraufhin 3 Tage im Göttinger Universitätskarzer, ebenfalls in diesem Gebäude, verbringen. Sogar ein Consilium Abeundi zeichnete sich schon drohend am Horizont ab. Von Herbst 1871 setzte er sein Studium in seiner Heimatstadt Bonn fort, wo Wilhelm Moritz 2 Jahre vorher ebenfalls noch Student gewesen war, und wurde hier im Juli 1873, gerade 22 Jahre alt, mit einer Arbeit über Fragen zu Aristophanes, Quaestiones Aristophaneae, promoviert. Auf einer anschließenden längeren Italienreise lernte er nun in Rom Wilhelm Moritz auch persönlich kennen und stand seitdem mit ihm in freundschaftlichem, zunächst vor allem brieflichen Kontakt. Wilhelm Moritz übte fortan auf Leo, nicht zuletzt auch auf seine wissenschaftlichen Initiativen, wichtige Impulse aus. Es war nicht zuletzt auf Wilhelm Moritz Drängen, dass Leo das bereits begonnene Referendariat an der Schule, er hatte im Sommer 1874 auch sein erstes Staatsexamen absolviert, wieder aufgab und in die Wissenschaft zurückkehrte. Wilhelm Moritz vermittelte Leo nämlich im Mai 1875 auch den Kontakt zum großen Theodor Mommsen, der wenige Jahre später, am 20. September 1878, ja auch Wilhelm Moritz Schwiegervater wurde. Wilhelm Moritz empfahl Leo nachdrücklich als Herausgeber römischer Dichter und Mommsen, der damals auch als Herausgeber der Auctores Antiquissimi im Rahmen des großen Editionswerks Monumenta Germaniae Historica tätig war, Mommsen trug Leo die Edition des im 6. Jahrhundert nach Christus tätigen lateinischen Dichters Venantius Fortunatus an, der Leo in den nächsten Jahren viel Zeit
widmete, unter anderem auch eine weitere Italienreise zu Handschriftenstudien. Die Arbeit verlief freilich alles andere als glatt. Und als Leo Ende 1876 nah daran war, das Projekt wieder aufzugeben, weil ihm Venantius Fortunatus doch allzu spät antik offenbar war, da war es erneut Wilamowitz, neben Mommsen selber, der Leo zum Durchhalten bewog. Und 1881 konnte diese Ausgabe dann auch erscheinen und sie ist bis heute unersetzt geblieben. Neben Venantius war Leo in diesen Jahren aber auch mit einem viel zentraleren lateinischen Autor beschäftigt, nämlich dem Tragödiendichter Seneca. Ihm widmete er seine 1877 fertiggestellte Habilitationsschrift, da war Leo 26 Jahre alt, und sie wurde dann zu einem Teil der 1878 und 79 publizierten zweibändigen Ausgabe der Seneca-Stücke, in dem sie nämlich in deren ersten Band den Observationis Criticae einging. Während in diesem Fall die eigentliche Textausgabe inzwischen umfassend ersetzt ist, behalten diese Observationis Criticae immer noch einigen Wert. Zum Sommersemester 1881 wurde Leo auf seine erste Professur, ein Extraordinariat an der Universität Kiel, berufen. Schon zwei Jahre später wurde er ordentlicher Professor in Rostock und ging in der gleichen Funktion 1888 an die damalige 1871 gegründete Kaiser-Wilhelm-Universität Straßburg. Von hier aber ergab sich dann schon ein Jahr später die Möglichkeit, nach Göttingen zu kommen, denn der gerade erst zwei Jahre zuvor nach Göttingen gekommene Wilhelm Meyer hatte rasch die Lust an latinistischer Lehre verloren und sich für Bibliothekarstätigkeiten beurlauben lassen. Und wieder war es Wilamowitz, der damals ja seit sechs Jahren hier war, der einige Hebel in Bewegung setzte, unter anderem, indem er auch dafür wieder Mommsens Unterstützung zu gewinnen suchte. Als Leo dann zum Wintersemester 1889-90 tatsächlich nach Göttingen kam, begannen nicht ganz sieben Jahre, in denen zwei klassische Philologen nebeneinander in Göttingen wirkten, die so gut miteinander harmonierten, dass man sie geradezu als ein Dreamteam bezeichnen könnte. Jedenfalls vermitteln entsprechende Bemerkungen Wilamowitz Erinnerungen ganz diesen Eindruck. Ich zitiere, es ging so leicht, es ging so gut, Leo war da, wir hatten die engste Fühlung, einig über die Ziele und den Betrieb des Unterrichtes, einig auch über unsere Wissenschaft, standen wir doch ein jeder ganz selbstständig nebeneinander, ergänzten und förderten uns gegenseitig und so war für die Studenten, soweit es die Philologie anging, gesorgt. Für sie gehörten wir ganz so zusammen, wie sie uns alltäglich in der Zwischenpause im Vorgarten des Auditorienhauses spazieren sahen, also im Auditorium Maximum. Schon vor seiner Göttinger Zeit hatte Leo nach Venantius und Seneca grundlegende Studien noch zu einem weiteren lateinischen Dichter begonnen, dem Komödiendichter Plautus. Bereits 1885 publizierte er den ersten Band einer Ausgabe dieses Autors, legte sich aber schon bald darüber Rechenschaft ab, dass das Fundament dieser Edition nicht ausreichend war und begann die Arbeit noch einmal ganz von vorn. Und so war es in Göttingen, dass er 1895 zunächst seine bis heute unentbehrlichen, wie Wolfram Ax sie genannt hat, plautinischen Forschungen publizierte und kurz darauf die 1895-96 zwei Bände der eigentlichen Ausgabe. Über Leos souveräne Rekonstruktion der Geschichte des Plautus-Textes, in der Ähnliches leistete, wie Wilamowitz etwa mit seiner Textgeschichte der griechischen Lyriker und anderer Autoren, ist erst über 100 Jahre später die 2002 publizierte, ebenfalls in Göttingen entstandene Habilitationsschrift von Markus Deufert hinausgekommen. Und ihr Verfasser weiß die Leistung seines großen Vorgängers folgendermaßen zu würdigen. An Leos Darstellung beeindrucken die Geschlossenheit und Konsequenz, mit der er drei Schichten der Textverfälschung isoliert, diese historisch fixiert und dokumentiert. Die Geschlossenheit seines Bildes tritt besonders deutlich hervor, wenn man es mit den auf punktuelles beschränkten und unvollständigen Vorstellungen vergleicht, die sich die vorangegangene Plautus-Philologie von dem Zustandekommen der Tradition gemacht hat. Zitat Ende. Als Leo seine großen Leistungen zum Plautus publizierte, neigte sich Wilamowitz Göttinger Zeit bereits ihrem Ende entgegen. Seit 1895, nämlich betrieb Friedrich Althoff
der 1882 als Universitätsreferent in das preußische Ministerium der geistlichen Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten berufen worden war und hier nun auf Jahrzehnte der allmächtige Mann in der preußischen Universitätspolitik wurde. Er wurde übrigens 1901 Ehrenmitglied der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften. Althoff betrieb seit 1895 Wilhelm Wobitz' Berufung an die führende preußische Universität eben Berlin. Wilhelm Wobitz selbst war von der Aussicht nicht restlos begeistert. Ich zitiere aus den Erinnerungen. Auf alle Anspielungen und Anzapfungen hin erwiderte ich immer, ich wäre in Göttingen zufrieden. Hatte ja auch allen, jetzt ja auch allen Grund. Aber nun erklärte Althoff, dass die Regierung es dringend verlangte. Zunächst setzte ich unbedingten Widerstand entgegen. Ich käme niemals anders als auf einen Ruf durch die Fakultät. Dass Besprechungen des Ministeriums mit einzelnen Professoren stattgefunden hatten, konnte mir nicht genügen. Da bewirkte Althoff einen Fakultätsbeschluss. Und ich war gezwungen. Dennoch ist mir das Scheiden von Göttingen sehr schwer geworden. Ich machte mir keine Illusionen darüber, dass die glücklichste Zeit meines Lebens vorüber war. Aber der Mensch ist ja nicht dazu da, glücklich zu sein, sondern der Pflicht zu gehorchen. Zitat Ende. Nach Wilhelm Wobitz' Weggang war Leo der unbestritten führende Mann in der Göttinger klassischen Philologie, zumal Wilhelm Wobitz' Nachfolger zu Leos Lebzeiten ihr Amt immer nur relativ kurz ausübten. Keibel bis 1901, Eduard Schwarz bis 1909, Paul Wendland bis 1915. Leo wurde auch Wilhelm Wobitz' Nachfolger als Sekretär der Gesellschaft der Wissenschaften. Ordentliches Mitglied war er 1893 geworden. Und in dieser Eigenschaft hat er sich beim 150-jährigen Jubiläum der Gesellschaft 1901 um die Aufarbeitung ihrer Geschichte sehr verdient gemacht. Er hielt die Rede zur Feier ihres 150-jährigen Bestehens und er hat in der Festschrift zu dieser Feier eine ungemein instruktive und heute noch lesenswerte 80 Seiten umfassende Darstellung der Bedeutung von Christian Gottlob Heyne für die Gesellschaft publiziert. In den 17 Jahren, die Leo nach Wilhelm Wobitz' Weggang noch blieben, hat er sich vor allem auf einem wissenschaftlichen Gebiet bleibende Verdienste erworben, andere kann ich hier aus Zeitgründen nicht mehr behandeln. Während nämlich sonst im 19. Jahrhundert die Achtung lateinischer Studien und römischer Literatur in der deutschen klassischen Philologie weit hinter der griechischen Studien und Autoren zurückstand, war Leo einer der ersten, die bei aller Abgeleitetheit der römischen Literatur von der griechischen, die auch Leo zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt hat, doch den beträchtlichen Eigenwert der römischen Literatur herausgestellt und wieder zu Ehren gebracht haben. Im Rahmen einer akademischen Preisverteilung am 4. Juni 1904 sprach er in seiner Festrede über die Originalität der römischen Literatur und im folgenden Jahr ließ er in dem Sammelwerk Die Kultur der Gegenwart einen Abriss der römischen Literaturgeschichte erscheinen, in dem er einleitend die Gedanken aus seinem Festvertrag wieder aufgriff und auch in seinem Resümee noch mal wiederholte. Ich zitiere ein paar Stellen. So gewiss es ist, dass die ganze römische Literatur von der griechischen abhängt, ist es doch nur Mangel an literarhistorischem Denken, wenn man die römische Literatur als bloße Nachahmungsliteratur ansieht. Im römischen Geist brechen sich die Strahlen der hellenischen Empfindung und Gestaltung. In einer stolzen Reihe künstlerischer Persönlichkeiten dringt der Genius der lateinischen Sprache mächtig ans Licht. Mit diesen Kräften hat die römische Literatur den Gang der Weltkultur mitbestimmt und wird sie ihre Wirkung in die Zukunft erstrecken. Es war Leos Absicht, diese Gedanken einer großen römischen Literaturgeschichte auszuführen, von der 1913 leider nur der erste Band, der die archaische Literatur bis zum Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus umfasste, erschienen ist. Zu einer Fortsetzung kam er nicht mehr, da ihn zu Beginn des Jahres 1914 ganz unerwartet im 63. Lebensjahr ein plötzlicher Tod ereilte, der ihn, ähnlich wie Karl Ottfried Müller 73 Jahre zuvor, daran hinderte, das zu vollenden, was vielleicht sein größtes Werk geworden wäre. Ich komme zum Schluss. Bei allen drei Gelehrten, deren Tätigkeit im Rahmen der Göttinger Universität und Akademie der Wissenschaften ich heute Abend darzustellen versucht habe, mit unvermeidlichen Auslassungen, muss man abschließend sagen, dass diese Tätigkeit Stückwerk geblieben ist. Müller kam durch seinen unerwartet frühen Tod nicht mehr dazu, seine griechische Literaturgeschichte zu Ende zu schreiben und vor allem sein Hauptwerk, die geplante Geschichte des antiken Griechenland, auch nur zu beginnen.
Milavovic ging nach immerhin 14-jähriger Tätigkeit nach Berlin und hat dort sicher seine bedeutendste Schaffensphase, über 30 Jahre, gehabt. Friedrich Leo, obwohl der am längsten von den drei in Göttingen Tätige, nämlich ein knappes Vierteljahrhundert, wurde durch seinen unerwarteten Tod ebenfalls daran gehindert, das, was wohl sein Hauptwerk gewesen wäre, die römische Literaturgeschichte über den ersten Band hinaus fortzuführen. Es ist jedoch wohl nicht nur das Los der meisten Gelehrten, sondern der meisten Menschen überhaupt, ihr Schaffen auf dieser Erde nicht zu vollenden. Und für das, was die drei in und für Göttingen gewirkt und geleistet haben, gebührt ihnen auf jeden Fall unser uneingeschränkter Dank und unsere ungeschmälte Bewunderung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.